Tabzinje, welkom te Tabzinje. We vrijen ons dat u erbij bent. We vrijen ons dat u die phone, of die TV, of waar ook maar die ons zit, en je schuld has. En mocht einfach allem aanloren God te loven, God te prijzen. En God heeft je ons leider gegeven. So, we kennen er immer waar een fan dat je leider doen, maar het zullen ons gewoon het leven aan te loop zijn, aan te eer. So, als band vrijen we ons deze oefen, dat je alleen hebt. En we hopen dat u die vrijst van dat aan je schuld has. Zing einfach luid met en loof die hem schöpfer im Himmel. Wanneer we door aan denken, we groot ons God zien in je nood is, wanneer die
Blijf sprokken deur naar ons leven en tjekje. En zijn woord, we verken wie deze je nood beanspruchen. Door ohne Covid überhaupt niet existeren, door ohne Covid niet werkelijk God nu fallen, door ohne Covid niet geraad zijn en niet in vrede schluppen, door ohne Covid niet ja, ons leven leven zoals we het doen. En dat is einfach oneindig, dat is immer waar dat doen. En immer waar dat moet ons bewust zijn, dat in hemel kunnen we ons niemals verdienen. En duint wat we doen, en duint we zijn we ons mee. Wie mensen tendieren, we gaan immer waar dat nog een beetje reëlen merken. Doch nog dit naplaaien, dat naplaaien. En ja, de Bibel geeft ons richtingen dat we kunnen in vrede leven. Maar je raad zijn duin uit bloes dat je nodig. En de weens ook dat leid. Jezus, du bist goed. Du hast mir geraten, diene ich noch, der redet für mich. Jesus, du bist Gott, du hast mir geraten, diene ich noch, der redet für mich. Du betonst dein Schuld, wo ich trauen soll. Jesus, du bist Gott, du hältst mich jeder Tag, dien ich nur dir, ich töpfe mich. Du bist immer bei mir, auch wenn ich mal versei, dien ich nur dir, ich töpfe mich. Oh, Halleluja, dien ich nur dir, ich töpfe mich. Du fällst mein Wort nach Fred, dien ich nur der ich töpfe mich. Du bist ein Hüst für mich, eine steht für allen Tiet, dien ich nur der ich töpfe mich. Van is het genoeg waar we weer zingen. Dit wondervolle genoeg.
am Heiestad wird. Und ihr wollt euch ähnlich, ihr wandert grad. Gottes Lamm Heiestad wird. Und ihr wollt euch ähnlich, ihr wandert grad. Gottes Lamm Heiestad wird. Und ihr wollt euch ähnlich, ihr wandert. Eenmaal van jou waren een tien jaar geleden vertalen. En ik geloof wanneer je een van vrouwen ook daar was, ne, ik geloof we hadden allemaal met dat thema examen te doen gehad. Namelijk een zaak aanvangen en de examen opgeven. Ik geloof ieder een half maal dit feit en een maal tijd lang zou je spart te merken. En daar volleybal te spelen, en dan instrumenten spelen, en ex wat allemaal, dat geeft examen op. Dat derg hulle, dat fällt ons so ja schwer. Und diese Geschichte von der, der ist von dem Nehemia, wo sei aus einer Gruppe Jüde in Persien wäre. Und heute ist der Mundschenk dem König. Mundschenk, kann man noch immer sagen, mit der Janja, was jeder Tag dort drängt, also was so eine Wut, wie was immer der König will, dem dort läuft ein Dränkchen. Eines der, was hier der Nehemia, meine Brüder du in Jerusalem, die sind ja dort schlecht. Die sind trurig. Und am direkt dort sehr sehr an, ich habe sind gerade mitgefallen mit denen, dass sogar heute sehr trurig wird, und das möchte ich ja nicht. Dann fragte ich ja nicht, du Nehemia, sag mir, was ist los? Was bedreht die? Dann sagte Nehemia, er war leicht mit, was wollte ich denn sagen? Sagte dem gelegte Eidmach, dat hij met drie gonen laat naar Jeruzalem om de wand, om de muur waren op te mieren. Namelijk de situatie weer in Jeruzalem, de ganze stadmauer, alles weer doorgebroken, dat had de vinger doen, nu weer geen zekerheid meer. Niet voor tieren, niet voor de vinger, voor keinem. Also dat we einfach ganz leicht nu de mensen in Jeruzalem untergeriepen. O, zegt de koning, dat durfde jaren doen. Und dann sagt er noch wieder, ich wollte sogar Deinasch mitgeben, ich wollte sogar Soldaten mitgeben. Die können die begleiten, die können die helfen. Wenn es alles so aussehen ist und sie verprallt wird, dann wird mit Peter verwachen. Der Nehemia, der ist selber rauscht und der trägt drei und fängt dann einen großen Prallplampe. Schau mir mit so viel, ich habe ja in der Spielstube, da kann man sich die Leute haben. Dann sah er dem armen Papa, nun soll ich abringen, bloß wo anfangen, ja. Und der Nehemia, der trägt dann Raum, erst ein mit seinem Piet, dann kann er nicht wieder, jeder zu fällt, wenn es so einfach so viel Prall alle Wege legt. Dann fangen sie an zu bö. Heul hat was Menschen an, und sie fangen ganz mächtig an. Das ist Mühe, der war wie eine wahre Abrechte. Und dort wird er gleich lang dann kommen, der Nubasch, en leren den Tom, de zei dan dat wat je zet zinnig helpen, wat je hier dene. En want du wat een fast geen rane, wat de nu aanvallen. Zo lächerlich merke dat je zegt, en de vele mannen die hier ook op, der waren mördlis. Wanneer je mir zegt, ik word erg herde,
Ik wil weer schoffen. En dan wat er passiert. En de vrienden worden allemaal broer. En willen dan ze gewoon aangriepen. En door wein deut Nehemia dat ze organiseren dat eentje van hen dan wachten helden. Eentje pauste allemaal ab. En de andere bürde dan. Met 52 deel. Dat zijn niet ganz 2 Monate. Dan stond de muur. Gott hat ihnen das Durchhaltevermögen gegeben. Diese Mühe war völlig tabu. Dann führte sie eine riesige Gerätefass. Von allen Wegen kommen die Menschen herab. Und das Ganze, die Feinde hier dort, nur freie die Israeliten sich waren. Wir sind die Frau. Und dort ist eine Sache, Kenya, was ich die in mir wünsche. Der Schöne. Viele von ihnen haben nur vor ein paar Monaten bestimmt in ihr Schöne angefangen. En vielleicht sind die ersten Einte hier gekommen. Da wil je nicht kaphängen, Leute. Verwaag. En wat immer du, wo du eine schwere Zeit hast, wel we der Schöne. En das Nehemia sagt, met Gott, ich habe wieder drin. Ich mag noch beten. Danke, lieber Jesus, dass du hier bist bei uns. Danke, dass du uns an deinem Wort für heute hast, bei uns zu sein und uns immer wieder die Kraft zu schenken, der Schöne. Wie Menschen fangen so viele extra Sachen an, dann kommt der erste Jähnwind, dann lassen wir uns viele Handschmiede. Jesus, bitte helft, dass wir eine Derschelle, und Tag für Tag, in die Kirche, und dass wir eines der aus aller, wie dir eine schöne Herrlichkeit, keine Ende. In die Nume, Jesus. Amen. Ik leid die Hand, hab die nicht nur das Teppelote, und meine Bär, auf die Hand mir hin. Von dem Moment, wann ich ab war, war ich mir dolein, wo ich sing, von der Schönheit von Gott. Deine Stimme hat er letzt mir recht und viel. In dunkler Nacht bist du dich wie dieses Genombre. Ich kann dieses Futter, ich kann dieses Fritt in ein Glück, in der Schönheit von Gott. Solange aus dem
Dankeschön, Jesus, für deine Schönheit. Dankeschön, dass du immer warst. Du bist bei uns best mit deiner Genot, mit deiner Leib, mit deiner Geduld, mit deinem Abhalten. Herr, können wir einfach sagen, das ist eine Schönheit. Das ist einfach so fein. Und das haben wir nicht verdient. Das hast du uns einfach, du jäfst uns, wenn du uns so sehr läufst. Und wir möchten uns Leben lang immer warst. Daran denk je, wat Gott je best. En einfach van die zingen, die loven prijzen met alles wat we doen. Von der Schönheit von Gott. Dein ganzes Leben wirst du drehen. Dein ganzes Leben wirst du Geld, so Geld. Solange hast du mich aufs dort Leben. Wollt sehen von der Schönheit. Amen. So, nachdem dass wir so eingestemmt worden sind in die Leute, ist es heute möglich, dass einer der anderen wird tendieren, auszuschalten, weil es nicht wird, die Predigt all ein bisschen durchhand tendieren, langweilig zu sein, nicht? So, ich denke, der Psalmist, der liert uns ein bisschen Wort daran, dass das Wort Gottes als für uns Seite aus Honig. Das ist ein Geschenk, wer das sein kann. Eine Leib entwickelt das Wort Gottes. Ein Wunsch zu haben, das Wort Gottes hier zu kennen, verstohlen zu kennen, Leib zu kennen, am Gehorsam leisten zu kennen. Und das ist mein Wunsch von dir, dass du in euch in dem was ich kenne, immer mehr Leib für das Wort Gottes zu haben. Im Persönlichen. Dass uns das wichtig sein kann, dass Gott sein Wort in uns sein macht. Und ich lade dich an, mit mir zu beten. Dankeschön, Jesus, dass du uns dein Wort hast abschrieben, Leute. Dass du auch für heute hast, dass du uns immer wieder durch deinen Heiligen Geist an dem erinnern musst, was du uns durch sagen wirst. Vielleicht kann ich dein Wort lesen aus einer Geschichte. Vielleicht kann ich dein Wort lesen aus einem Wort, das zwei merkt. Aber dein Wort ist für uns das Wort, das uns belebt hat. Was uns Kraft gibt, was uns Erkenntnis gibt, was uns den Wachwiesen hat, den du weißt, dass wir, den wir gehen sollen. Herr, ich bete, du musst jeder einem, der von dir dein Wort hört, in der Leib nur den Wort wachsen können. Und immer mehr den Wunsch haben können, mehr von dir zu erfahren durch. Einen Hunger zu haben, nur das Leben, je Wort Gottes. Dankeschön dafür, Jesus. Und lass uns von dir erkennen, was du uns sagen wirst. Verstohlen in die Leib. Damit wir gehorsam sein können. In Jesus' Namen. Amen. Jesus sagt, ich will bald kommen. Und dann sagt er hinterher, hol das, was du hast.
Waarom? Dat die China die kruin vastnemen kan. Zoals Norbert aanstaat al aan die tijd. Dat ontvangen, dat is leicht. Maar dat durchgaan, dat is niet immer zo einfach. Zo, so, wanneer ik nu deze vers ten aanvang neemde uit Offenbarung Kapitel 3, Vers 11, dat leid ik niet dat Jezus ons dat mal gezegd heeft, weil es heute ons wel een angst vermeldde, dat irgendwer wordt komen en ons wordt voetkleven, dat we nu maar in angst leven. Absoluut niet. Hij wil ons rütfordern, dat we bereid zijn, door te kämpfen, dat dat een Ziel geeft, wat würdig is, erreicht te worden. En dat wordt niet vanzelf nog van allein komen. Dort brugt dat ons een Teil. En als menschlich ja wie dat zijn, dat wie immer weiter de Zuneigung hand, irgendwann dat Hand op te schmieden. De andere brugt den Begriff, de Flint im Karren te schmieden. Einfach lege te loten, wat wie angefangen hebben. Anfangen is leicht. Irgendwann, sag wie mal, einfach bejestert en fangen wat an, doch dat durchbringen is nicht immer so einfach. In der Bibel, der lehrt uns, dass es nicht bloß wichtig, einen guten Anfang zu merken, sondern dass es wichtig, durchzugehen. Und dass es wichtig, das Ziel im Jut zu behalten, damit wir unsere Motivation in unserem Leben, in unserem Kampf, für dort, was wir kämpfen, richtig sein können. Ich sage in Hebräer Kapitel 12, eine gute Handweisung, die wir dort brücken können, weil wir nur so viel haben, sagt er, damit er sturchet Beispiel vom Glauben, aus einer Wald am uns sind, weil wir nu ook de Sinn aufleihen, die uns leicht aufhängt, anhängt und schwerfällig macht. In unheulen Drane soll dort für uns, aus dort für uns bestimmt ist. Das war schon, wie wisst uns hier sehr klar darauf an, dort wie Beispiels im Leben haben, nämlich menschliche Beispiels, die für uns in Gödet Motiv sind, uns motivieren, wörtlich das Ziel nur daran. Wir haben eine Bibel abgeschrieben, wir haben von der und da Menschen an uns, die wie keine Säune, die haben gekämpft, die haben nicht abgegeben, die haben derche Hölle, und das sind motivierende Beispiele. So sagt er hier, wir haben eine Wald, aus einer Wald von Zeugen an uns. Beispiele, die wie Brücke können, um uns zu ermöglichen, sie dich, wann du das haben könnt, tja, wie dort ook. En nicht meute worden. Wie lote uns leicht von Umständen am uns ram beeinflussen? Wir fürchten uns dann durch schlechte Beispiels, die uns jo kreit so gut beeinflussen als gute Beispiels. En wie matte lehre, durch selektiv zu sein, te entscheiden, wat für uns gut ist und wat für uns wichtig ist. Vielleicht erst dort wie das Wort Gottes lese, mit dem Hingergedanke, das kriegt für Jan geschrieben. Oder der Predigt, wo du hast, der kriegt für Jan. Und wir sind nicht so viel up und lassen dort Wort Gottes wörtlich zu uns persönlich reden. Das redet mal kriegt für mich. Ich denke an eine Begebenheit, dass Jesus noch Tritt am Weichen und Tritt ging, dann wird ein Moment, wo er sich dort letzte Zeit die Freiheit neuem Trainer hingeschickt hat. In dem Moment, wie am der früheste hinge am Rode te sei, dort ek dit der, dat es it live für die. Wils ek no ferre go, wils ek no mschritz go, dat es nicht, wils ek dat neidig hab, dat es wils du dat neidig hast, wils du in Sünde lebst. So, die Bibel as die schreve worde für die und für mich. Ganz direkt persönlich. Wenn wir nicht denken an, was angefangen zu haben, und dort durch Hölle wollen, dann wollen wir uns mal ein bisschen darauf konzentrieren, wenn Jesus sagt, pass ab, dass man deine Krön nicht kleben wird, nicht futtlamen wird. Was können wir dann tun, um diesen Weg so zu leben, dass wir die Krön um ein festhalten können, dass wir um Ziel ankommen können, dort wie den Preis kriegen können, wofür wir kämpfen. Der erste Punkt, was ich dort anrede, weil es merkt die Lös von dem, was die auflenken. Die Sünde-Sache.
komen op onze waag dag voor dag, dag en dag uit, die ganz veel begeistert zijn ons van hun waag af te lenken. Of we dat nu zo bewust leven of niet. De uitvordering uit de Bijbel is, wel wie nu ook de zin afleiden, die ons zo leicht onhangt. Wat is dit? Van wat redt de schrijver hier in Hebreeënbrief, wanneer hij zegt, wel we moeten de zin afleiden? Nou, wanneer je toch een kind Gottes bent, wel ze zullen de zin af te leiden zijn. Doet de broek wie een examen van ons in het woord. Dat wie weet die kennen, wat is in ons en wat beweegt ons leven? Wat zijn zinhofte zaken, die schrootskonen wel of met ons, die ons aflenken van dem, wat dat is, dat werkelijk wesentliche en wichtige im leven te erreichen. Nämlich, zoals wie al gesungen haben, zoals wie al gehört haben, dat ziel te erreichen, bij Jesus Christus te zijn om eng. Viele Kleinigkeiten. Keine Sache, wat groot zijn, höle uns auf, dessen Weg te gone und das Ziel te erreichen. Die Bibel liet uns sehr klar, dort, wo den Gott verstehe, der hat seine kleine Phase. Das sind keine Lebens. Das sind keine große Sache. Das sind die kleine Sünde, die in unserem Leben nennen wollen, um uns zu verstehen. Wenn wir einen Wettkampf ran, wenn wir kämpfen für irgendwas, dann sind wir bestrebt, das Ziel zu erreichen. Nicht unterwegs abzuhören. Nicht die abgeft, wenn die Mädchen geworden ist, hat gewonnen. Sondern die hat gewonnen, was am Ziel angekommen ist. Nicht die, was unterwegs die Flint im Karren geschmiert hat. Was kann uns hinderlich sein, das Ziel im Glauben zu erreichen? Nämlich, das ist all gesagt, dort ein, wie Jesus Christus in der Herrlichkeit verärmert zu sein. Nicht bloß für einen Tag oder für einen Monat oder für ein Jahr verärmert. Das hört niemals ab. Was kann uns davon aufhören? Das ist einzig und allein der Sinn. Kein Nuba, kein anderer Mensch, nichts, keine Krankheit, kein, was existiert in der Welt, kann uns aufhören, bitte der Sinn. Der Sinn, was uns von Gott trennt. Das ist all damals passiert, als Gott mit Adam und Eva im Garten war, wo plötzlich diese Trennung war. Dort Gott mit der Frau verdeelt heim. Wo bist du? Was ist plötzlich passiert? Du wirst doch nicht zwischen uns. Aber nu ist, und dort ist der Sinn, der uns bald von der und nach verfallen hat, so aus der Bibel uns dort liert. Dass der Sultan seinen Brillen der Leben sich rumschlägt hat, um zu seine wem kann er verschlingen. Kleine Sache, die uns aufbringen, das Ziel zu erreichen. Im Kapitel 12, Vers 2, gibt er uns wieder Rechtlinien, wo wir vergehen sollen. Er sagt, weil wir Jesus immer im Ehehölle die den Glauben in uns angefangen hat. In auch vor dich merke Wort. Jesus kann, hat könnt, Freude haben. Der hat nicht brückt diesen schworen Weichen um Kriegs gehen. Aber heu nehmt dort Lieder um Kriegs ab sich, in der schon dort aus wann dort nicht wir in haft sich und rechte von Gott seinen Tränen gesagt. Wenn wir uns unseren Alltag bekicken, was hältst du um ihr? Was hält euch um ihr? Was ist uns wichtig im Alltag? Ist uns das wichtig, dass wir einen goldenen Numen hüllen? Ist uns das wichtig, dass wir einen goldenen Raub hüllen? Ist uns das wichtig, dass wir viel erreichen können? Ist uns das wichtig, dass wir viel Beziehungen haben? Was ist uns wichtig? Was hält wie im EU? Die Bibel fordert uns ab, Jesus im EU zu behüllen. Und uns dort nicht von uns wegbringen zu lassen, durch die verschiedenen Umstände, in denen wir uns befinden. Dort menschliche Wesen, dort ist ein ganz hartlich waderspanziges Wesen.
Dat erst von jou her eine Menschengeschichte sei warst, in die bist nicht eine Ütnung. Hat juck nicht. Wenn wir die Geschichte vom Volk Israel lesen, dass noch immer so warst, dass das Volk, was im tiefsten Aufgrund kam, und Gott hat Rüthalt bedeutet, mit dem Wunsch, dass das Volk zu der Erkenntnis kommen soll, in einem Verherrlichen, am vom ganzen Hort respektieren, in ihre Sölle, und wenn die, denn das einmal war erscheinlich, dann kommt die Waderspanz so hoch, dass die sich war jen Gott stahle dort. Du und ich sind noch später, als das Volk Israels damals. Wir sind von der und da immer noch mit den Rüthforderungen, dass wir kämpfen müssen, um das Ziel zu erreichen. Das musste die Menschen damals. Dort hat Gott an sich dort fehlgelebt in Jesus Christus. Und dort machte die ein Eich von dir. Was ist dort, was wir im EU behalten? War das spannend, dich sein? Dort ist, was ein Mensch von Natur lehrt. Der gleicht dort. Ist dort, dort wie den Glaube im EU behalten? Oder ist dort, dort wie irgendeine andere Sache im EU behöhle, die uns von Gott aufleiten können? Hör wie sinnhafte Sache im EU? Sind uns die, die hier auf ihr verjänglich sind, welcher aus die, die nicht verjänglich sind? Wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, dann haben wir alle Voraussetzungen, das Ziel zu erreichen. Im Fall Streusachte stellt ihn den Fähr, der sich so viel von der wahren Spanien sind, je faule Leute. Du mit die in jene Säule nicht mein in Mautlös worden. All din wahren Spanien, all mein wahren Spanien, dort hat Jesus Absicht genommen. Dort Beispiel soll wie im Jubelhöhle, damit wie nicht meid noch meidlos wurde. Wenn Jesus reut wie, deine Rechnung zu drehen, meine Rechnung zu drehen, und dort ist live dein, was soll uns davon aufhöhlen? Oder was soll uns entmöchen, in diesem Lauf zum Himmel zu kommen? Wenn wir uns in Black wurden ab Jesus Höhle, dann wurden wir befähigt worden. So aus, wie dort all gelesen haben, dort heu in uns den Glaube angefangen hat und auch zu einbringen wird. Dort ist nicht ihr diene noch meine, wann wir ein Glaube haben. Der ist durch Christus seine Genot in uns gestartet worden. Und bloß dort merkt uns dort mehrlich, dort wir Glaube haben, dort wir überhaupt an Gott und an sein Wesen, an seine Existenz geläufig haben. Weil wenn wir uns dazu verstehen, Gott hat noch niemals entstanden. Das ist noch einmal gewasst. Dort haben wir uns erhebt nicht verstehen mit unserem Verstand. Dort geht nur bloß zu geläufig. Du sind keine Erklärung für. Du hast keine Beschreibung für. Du hast bloß eine Möglichkeit zu geläufig. Und wenn heute nicht so gut gewasst wie, und in uns diesen Glaube gestartet hat, dann wird er doch nicht. Dann hat wir dem nicht. So, das ist genug von ihm. Und dort bedient, lasst die in mir auflenken, aufzuleihen. All dort, was uns an den Bein anfängt, schwer zu hängen, damit wir nicht vernünftig rannen können, muss aufgeleicht worden. Anders wird uns das Ziel viel zu weit auf sein, und wir wollen nicht hinkommen können. Paulus, wie hier zu dieser Erkenntnis gekommen, und heute sagt er, Brüder, ich sei mir nicht so fair, dass ich dort all zu Hölle gekriegt habe. So, er schreibt uns ganz klare Handweisung, aber er sagt, ich erkenne dort, dass ich dort noch nicht wirklich zu Hölle gekriegt habe. Na, was liest du uns hier dann? Dort bestreben, dort wirklich zu Hölle zu kriegen. Aber einer hat leider euch, sagt er. Was? Ich vergeht, was hinter mir ist, was mir so eine Klatz an der Beine gibt, was mir alles so schwer macht. Na, Jana hat mich so getan, der andere hat mich schlecht behandelt. Und all das, was wir abrollen, uns hinter uns parken, das vergeht euch. Ich lade das los. Woran? Und streit mich nur dort aus, was für mich liegt.
Du wel erkennen. Dort wird hängen mein Licht. Dort hält mich nichts mehr. Dort hält dich nichts mehr. Wenn du dich immer an dem erinnern wirst, wird dir das schwer deine im Leben. Dort wird Paulus uns sagt, lieh deinen Blick noch fertig zu hören. Lieh, was vorbei ist, auszuhören, lüsten zu lassen und lassen einfach treten. Gott wird weiter, was er damit tun soll. Ich gehe auf das Ziel aus, den Priester kriegen, wo der Gott mich vom Himmel in Christus Jesus gerufen hat. Gott hat dir auch sein Ziel gerufen. Mir auch. Kriegst du es der Paulus? Mit einer verschiedenen Orten, wie es, weil du am Hingeron kommen sollst. Den war ich als einzigartig, dem ich für dich gedacht habe. Wichtig ist, dass wir lernen, unseren Blick auf uns zu haben. Was hinter uns ist, lässt du und dort nicht nach aus einem langen Strang mit alles taubgebunden, hinter uns schlappig, weil was alle Wege anhört und uns das Schwein damit. Wenn wir mal bloß das praktische Beispiel nehmen von einem Auto, dann sollen wir, dass wir ein größeres Glasfenster haben. Und dort wir noch ein ganz kleines haben, dort ans Trainer hingewiesen wird. Bloß dort sagt uns allmal dort, dort uns dort wichtig ist, dort wie fair uns alles zu sein kriegen. Aber dort, was hinter uns ist, dort ist nicht so wichtig, dort wie dort alle zu sein kriegen. Uns Blick soll noch fair gerecht sein. Und nicht nur hinter, stell dich fair, wie du immer fairer warst, Vollgas, aber sein Glas, als wir fair haben, wie drehen uns mit dem dahin, was wir alles durchfahren wollen. Und was passiert das für in unserem praktischen Leben im Alltag? Wie viele Sachen, Russell, wie durchwählen, wie Vollgas fahren, aber unseren Blick noch hingehen. Und immer nach dessen war ich dann. So, wir können uns nicht auf Fähre konzentrieren. Was ist Fähre? Fähre ist uns Mutstock. Fähre ist die, die uns die Richtlinie angeben hat, wo wir hin sollen. Und nicht hin. Wenn du läufst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und du dort eure Nummer hast und du weißt in diesem Glauben der Hölle, dann beschäftigt dich mit der Verjaltung, was Gott für dich gedacht hat. Und hier ist das voller Wichtigkeit, dass du deine Motivation ganz klar hast bei dir. Warum denkst du dort, was du denkst? Denkst du, was du denkst, wählst die Gesellschaft, die dort predet? Denkst du, was du denkst, willst deine Gefühle, die dort du noch drüben deinen? Denkst du, was du denkst, wählst eine andere, die gesagt hat, das machst du deinen? Was ist dort, was dich bewegt, dort zu deinen, was du denkst? Hast du das klar? Kannst du Gott in deinem Leben, Gott seine Verheißungen in deinem Leben wahrnehmen? Kannst du dir erkennen? Was bedeutet eine Verheißung Gottes für dich? Wer gehst du damit an? Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24 und 26, wer an einem Reusrand, der lässt alle andere wie sie. Alle andere. Meistens sieht man die Wort Rane, der hat nicht mal sein Zeichen, das liegt ganz fast an, dass das auch ja kein Wind anhöhlen soll. Der will eine Fähre waschen. Alles, was anneidig ist, das lässt er besiegen. Was er wie, wann wie Jesus nur fällt. Wie viel schlapp wie mit? Wie viel schlappst du mit? Vielleicht die Gedanken, Nähd, Habgier, Eifersucht. Was schlapp wie mit? Wenn ich nicht loslöse und nicht friesen. Wenn du einen Reus rannst, dann lässt das anneidig besiegen. Jana sagte, das Beispiel genommen, die Töne dort um einen Kranz zu kriegen, die doch nicht blüfft. Aber noch viel wichtiger, die wir uns mit Christus identifizieren, deine, um eine Krone zu kriegen, die ewig blüfft. Die ewig blüfft. Wie viel wichtiger.
als dat al die kleine zaken wordt ons dat leven schwer meer gewellen op te leiden. Om wat te erreken. Wat niemals verjaart. Niemals. Wat immer blijven wordt. Wat een geldigheid voor alle eeuwigheid heeft. Want wie dat willen erklären, dan wordt dat schwer denen. Krijg ze geld, als dat wie dat niet erklären kunnen, wo ich am Gott her. Der ist doch einfach. Krijg ze geld, ja, wie dat het moet leven, dat dat nicht eine Tiet einheit jaft. Der hielt niemals ab. Der ist einfach für immer. Durwegen, sagt Heiran, ich so aus einer, der nicht weit, wo hei han will. Heiran, ich nicht so aus einer. Ich kämpf auch nicht mit den Füßen, um Lacher in der Luft zu schlagen. Ich tue das ganz zielbewusst. Ich weiß, wo ich hinran. Ich weiß, was mein Ziel ist. Und ich weiß, wer das Motiv ist für meinen Kampf, wofür ich kämpfe. Was strebst du nun? Wat voor een krans ranst du hingerom? Zijn er wat verjet? Oder zijn er wat immer weich blijft? Gott seine Entscheidung, ons te belohnen, der basiert sich op seine Genut. Nicht op dat wat wie für die schaffe ich hätte. Der Grund ist, dass er seine Genut gesagt hat. Und diese Genut, die macht uns dort möglich, Vergebung zu erlangen, wenn wir unseren Glauben und Arm sagt. Gott seine Verheißung, der ermutigt uns zum Kampf. Wenn wir seine Verheißungen sein Wort kennenlernen, dann bewegt er uns zu kämpfen. Warum? Willst wie verstohne plötzlich, was ist der Sinn dahinter? Ist das plötzlich eine Laufziele? Oder ist jeder Schlag, was wir merken, zielbewusst orientiert? Und dort ist, was uns eine enge Gemeinschaft mit einem verlangen wird. Damit wir erkennen können, damit wir am Kern kennen und damit wir weiter kennen, was ist dort für ein Kampf? Dem wir die Kämpfe haben, wann wir das Ziel erreichen wollen, wie am für die Ewigkeit in der Sine Herrlichkeit zu sein. In Hebräer Kapitel 6, Vers 12 sagt dort, je soll im Glaube nicht entdeutig werden. Das ist leicht zu tun. Vielleicht hast du die mal bekehrt und das hat fein angefangen. Und damit einmal anfängt dann an, oft zu flehen. Und die weiß nicht, geht, was merkt das noch für sein? Der Schlittel, der Licht bei dir. Wenn heuen die den gläubigen Start haft, dann war nicht die Lichtältig durch Eva. Döde Wort für, sieht die Gottes Angesicht Dach für Dach. Viel mehr, sagt er, nehmt jünd Deute zum Vorbild, die durch ihre Ehe duldig sein, dort die Krähe habe, wird an versprochen wir. Vielleicht ist dort ungeduldig zu werden für uns. Wenn dort von der aus sich noch nicht erfällt hat, wird, wie läuft das dort soll, dann ist sie dort nicht. Dann läuft wird leiden. Im Glauben an Jesus Christus, dort Ziel zu erreichen, das bedient von uns, volle Geduld zu üben. Geduldig zu sein, um Ziel zu kommen. Drittens, wenn du was durchhöhle im Glaube, dann musst du lernen, die Mütlösigkeit zu wahrstehen. Bist du alle Tag voll Müt? Ich nicht. Ich sage uns, ja, mal ich fahre mal Mütlös. Irgendwann kommt das für. Dann soll ich einfach mit einem Haus den hier sehen. Was bedeutet das? Wie macht da eine Sache weiter, dass der Sultan, der freut sich rasslich da an, wenn er uns möglich ist.
Wer mutlos wird, der ist an einen sehr delikaten Punkt gekommen. Ab hier. Wenn ich mutlos ist, dann ist einfach nichts. Dann ist nicht mehr. Dann jankert einem nicht. Dann will wie nicht mehr. Vielleicht bist du mutlos. Konzerne über deine Gesundheit. Konzerne über deine Arbeit steht. Konzerne über deine finanzielle Angelegenheit. Dort Konzerne über deine Gemeinde, wo du hingehst. Dort Konzerne wartet well. Vielleicht klappt die dort nicht mit deine Tjenja zu ertragen. Vielleicht hast du eine familiäre Situation, die die entmöchtet hat. Die Liste können unendlich fortkommen über was wir gerne möglich war. Wie macht er das erkennen, dass die Möglichkeit sozusagen sein Lieblingsinstrument ist, ans Raum zu kriegen? In der Bibel, der lehrt uns das sehr klar, die Möglichkeit zu widerstehen. Wir lesen Galater Kapitel 6, Vers 9 zum Beispiel, weil wir nicht müde waren, Gott zu tun, weil wenn wir nicht möglich waren, wo wir ahnten, wann dort ihr steht ist. Natürlich, ein Ackerbü, die fängt nicht dann unter Ahnten, wann der Jutz gesät hat. Die ahnt dann, wann der Ahnt rieb ist und wann der Reut es zum Nennen bringt. So wurde du in euch auch mal. Dort kämpft eine Zeit, dann wird dort dran sein. In der Zeit, der weit bloß Gott. Und der bestimmt Gott über eine übernatürliche Art und Weise für dich und für mich. Habe ich den Mut, am dort töten zu tun, dass er weit, wenn er dort bei dem Drasche ist? Oder macht wie am Gunnen ständig Verse, nö, weil wir mal den Hummermehl auf dem Fleisch abschalten. Ne? Das bringt nicht. Gott weit, wenn er die Zeit dran ist. Gehört zu tun, wird wahrscheinlich schwander sein als schlecht, ne? Oder nicht? Mio, ich glaube, für schlecht brauche ich nicht so ein Kampf. Das Dertel von Satz. Wenn er schadet nach Monaten, fällt das alle zu mehr. Aber für Gott, das braucht eine Abopferung von anderen Seite. Wenn es dann das Geheimnis, dort wie Verweis kommen können. Drei Sachen. Erinnere dich daran, wie Gott Gott zu dir gewasst ist. Wie Gott ist Gott zu dir in der Vergangenheit gewasst. So, nu kannst du im Spiel checken beim Auto und check mal, wie Gott sind die nicht lesen. Wie Gott hat Gott dir geführt. Wie Gott ist Gott zu dir gewasst auf deinen Weg. Wo hat Gott dir rausgeholt? Wo wirst du aus Gott die Funk? Ich bin ganz verbistert. Ich lebe im Distren in der Verlorenheit. Ich wollte dort ganz kreit, als Gott mir um Licht braucht. Ganz kreit. Und das kann ich nicht verjeten. Immer war da mich daran zu erinnern, wie Gott als Gott war, dass der mich nicht in dem Aufgrund ungegangen. Zweitens, erinnere dich an Gottes Gegenwart in jeder präzisen Moment in deinem Leben. Wie Ferke flippt mich mal aus dem Alltag. Ich glaube, Gott ist hier im Speicher. Er sagt, hier im Speicher. Die Bibel lehrt uns, dass er uns niemals verloren wird. Nicht einen Moment, nicht einen Augenblick lädt er uns doch. Er verspricht, bei uns zu sein. Jeder Moment in unserem Leben, wenn uns dort noch so schön oder noch so schlecht wird, ist er bei uns. Und er verspricht, bei uns zu bleiben. Erinnere dich daran. Auch wenn du noch so möglich bist, Gott ist bei dir. Er ist auch nun in diesem Moment bei dir. Und drittens, erinnere dich daran, dass Gott eine Vergeltung hat für dich persönlich, wenn du wirst am Ziel kommen. Für all die, die dadurch können, hat er versprochen, das ewige Leben zu geben. Als letztes, den letzten Punkt, wenn du durch Hölle wirst im Glauben, dann merkt die alle Dach war da nie. Nie. Nie ist jeder Zemarius die Barmherzigkeit Gottes. Jeder Zemarius. Der nimmt nicht seine jüdische Barmherzigkeit für von der Zemarius.
Der Wort Mario nicht von der Schön nehmen. Die Bibel sagt, diene Barmherzigkeit als nie, jeder Tag. Dort meint dort Gott, die jeder Tag eine nie allein hat, jaft, für am und für seine ihr zu leben. Wo testet ihr damit? Schlaf wie ans Mödles Raum? Bleib wie Meute sein? Oder nutz wie diese Barmherzigkeit Gottes wird? Verarmen für sie ein Recht zu leben. Der Psalmist sagt im Psalm 127, 1 und 2, wo der Herr nicht Jott hüßbüht, oder bei der Teufel jest, der daran bühe, wo der Herr nicht der Stadt bewirket, wirke der Wächter für Jesus. Dort haut ihr nicht tätig abstunden, lange Arbeit, der Arbeit, Lot dulsaten, jün Bröt mit Sarje ete, wils, de sinje jeft hei dort, wann se ook schlup. Gott, es geht, wat van een grote Erkenntnis hat Salomo hier, wann wir ehrlich sind mit uns selbst. Tja, wie uns hier in diese Fahrschfläche im Spiel sein? Bö wie nicht ferke du, wo Gott überhaupt nicht büht? Wirk wie nicht ferke über dort, wo Gott überhaupt nicht wirke dort? Wann wie dort töne, es ist für Jesus. Wann Gott nicht dort dort, dann ist uns Ansatz sinnlos. So wie ich eine Teel ab Teel leihe, wie ich eine Bö, wat wie wähle. Wann Gott nicht dort dort, dann ist uns Teil umsonst. Dort sagt uns die Bibel. Wie Mutter lehre, jästlich abzutanken. Paulus sagt uns dort in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 16, du wehen, wo wir nicht möglich. Wo wehen? Wann uns Körper auch langsam verfällt. Um innerlichen Mensch, wo wir alle Tag nie. Das ist nicht ans Wort. Wie krüse taub? Wie wir klinen, wie wurde war er klein? Wie wurde schwach, unsere Kräfte verlieren? Wir können plötzlich nicht mehr dort, wo wir können, als wir jung wären. Aber Berne, wo wir nie. Warum? Das Gott sein übernatürliche Wirkchen in uns, was wir nicht kennen, das hat uns nie mehr gekommen. So als all gesagt, das Geheimnis ist in dem, dass wir eine enge Gemeinschaft mit Gott haben, um das heute uns jeder da nie mehr gekommen. Desto mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto mehr Ernährungen, wo wir in unserem Leben erfahren. Wir wollen wohl alle, doch unsere Weisheit, unsere Erkenntnis wird mehr. Uns Glaube wird fester, weil es die Wartle deiber schlug. Und wir uns immer bewusster wurden, wer ist dort und wem wir geleift haben. Wer ist dort, dort wir uns so auf dem verloten können, weil wir dem immer wieder kennen lernen. Hand an Hand mit Jesus gehen, bedient zu gewinnen. Wer Hand an Hand mit Jesus geht, kann nicht verspielen. Weil es wie Jesus immer im Eu Hölle, den, der den Glauben in uns angefangen hat, in auch vor dich merken wird. Ist die dort klar? Angefangen hat? Eva Maria Mai geworden, Leie geloten, abgegeben. Nicht Jesus. Heu wird dem vor dich merken, wann du dran bist. Natürlich wird er dich nicht schüben, wann du sagst, ich gebe ab. Aber heu erst reit, wann du dran bist, wird er dort, wo er in die angefangen hat, der ich trage. Und du wirst gewinnen. Nicht, weil du viel Geld getan hast, sondern weil du dran geblieben bist. Und heu die seine Radung wiese wird. De
rietvadering vir die en vir my is, riet die luis van dem wat die offline het. Riet die luis. Riet die luis van dat wat die offline het, dat ziel bij Jezus te riet. Hy is de einzige wat die derstreeuw wordt. Ik mocht afsluitend een vers lezen, 2 Timotheus kapitel 5, vers 7. Du sagst Paulus, het is een oude knaag, het is oud geworden, is dat bewust dat zijn reis op deze eerste eingeet? Dan sagst du zo te Timotheus, Timotheus, ik heb den goeden kampf gekämpft. Ik heb wat om een uitgehuild. Lang niet immer einfach. Lang niet immer schein. Maar ik heb uitgehuild. Ich habe dort um ein Uhr. Dann sag ich dir, ich habe Glaube gehört. Ich behöll das von dir auch. Kriegt sie, als ich angefangen habe. Dort Jesus Christus der Einzige ist. Der dir der nun vor da ist. Dem Glaube. Wie sieht das bei dir und bei mir aus? Wirst du diesem Falsch uit een ervaring aan die levenseind zei ik aan. Ik heb den goeden kampf gekämpft. Ik heb der gehul, uitgehul. En ik heb den geloof behul. Als dat verdienen mijn eerlijkheid, staat er een chance bij die, die uit zei, te merken wanneer du om eng van die leven aankomen wordt. Dort weit wie nicht wandert sie wie das. Aber lebe du nur dort wie diesen Glaube bibehöll. Jesus, danke schön, dass du ab dieser Erde gekommen bist. Os wie noch sind wir, sagt uns dein Wort. Bist du mit dem Wunsch, um Schritt zu gehen, dort wie würde es herzhandels kommen. Dat dat weens onze zinde weer. Du hast dat niet door weens gedaan, weens de andere die dat bematte doet. Du hast dat vrijwillig gedaan, weens die ons aanbegrensd leven doet. Jeder einen van ons, diene leven, drijft die door haan van ons te sturen. Wunderbaar is dat. Dat wie dat weet ik kan. Dat du ons so grenzenlos geleefd hast en van der nog leven hast, en dem Wunsch hast, dat China verloren heeft. Herr, du bist würdig, geloofd te worden. Du bist würdig, ooit te worden. Du bist würdig, in ihr Hölle te worden. En du bist würdig, dat wie ihr feuchtig für die leven. Laat die woord immer duiper aan ons nenzeker. Laat die woord immer duiper waardle schloon in ons. En laat die geest immer meer vrucht trouwen in ons leven. In derg ons leven. In Jezus' naam. Amen.